Nach 8 Jahren an der Spitze des Lausitzer Seenland-Klinikums verlässt Geschäftsführer Andreas Grahlemann zum 1. Juli das Krankenhaus in Hoyerswerda. Der 61-jährige Diplom-Ingenieur will sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen, teilte er am Montag den Gesellschaftern und dem Aufsichtsrat mit. Der Aufsichtsratsvorsitzende Thomas Delling würdigte die erfolgreiche Managementleistung von Grahlemann. Er habe nach einer schweren wirtschaftlichen Krise das Lausitzer Seenland-Klinikum auf ein gesundes wirtschaftliches Fundament gestellt und damit nachhaltig geprägt. Über die Nachfolge in der Geschäftsführung sollen die Gesellschafter jetzt zügig entscheiden, wird angekündigt.